Eva von Wengerberg gesagt hatte, war es in Skellige zu einer magischen Explosion gekommen. Diese hatte einen großen Teil des Waldes zerstört und schien mit Ciris Auftauchen in Zusammenhang zu stehen. Geralt machte sich auf den Weg zu den Inseln, um Anhaltspunkte über Ciris Aufenthaltsort zu finden. Zurück bei einer neuen Folge von The Witcher 3. Wir befinden uns aktuell sogar Patch 1.10. Schöne 6,5 GB vorhin noch geladen, damit wir auch pünktlich zum Sonntag eine neue Folge starten können. Mit dem aktuellen Release. Ich würde sagen, wir schauen uns mal kurz die neuen Sachen an. Wir haben ja RF auf jeden Fall jetzt was Neues. Oh, und das heißt, wir haben zwei neue Punkte Konsumgüter. Ach, das ist doch schick. So, wo haben wir die denn? Wir sind hier, die Konsumgüter. Ne, brauchen wir jetzt nicht. Wasser und ein Schwalbetrank. Da können wir noch einen Donner reinpacken. Der ist auf jeden Fall nützlich. Und ich überlege, ob wir den Waldkraut noch mitnehmen. Weil Essen füllt sich ja nach und nach auf. Da haben wir die Wasserflasche und das läuft dann. Ich finde es auch schön, dass die jetzt beschreiben hier beim Essen, was die regenerieren. Ist mir, glaube ich, nie aufgefallen vorher. Muss ich sagen. Machen wir noch einen Waldkraut hier hin. Das sollte gut funktionieren. Es sieht auf jeden Fall, haben sie ein bisschen wieder was geschraubt. Die lieben Herren von City Below Jack the Red. Ich muss sagen, ich bin echt erstaunt, was die noch alles aus diesem Spiel hier rausholen. Da kann man nicht, absolut nicht meckern. Genau, und da sind wir auch schon. Schön. Ah ja, jetzt sehen wir auch, ob wir dir was so ausgerüstet haben. Ach, ein Traum ist das. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Ciri. Jennifer. In Zukunft deines Sohnes vorausgesagt? Ja, sie hat seine Nadelschnur ins Wasser geworfen. Er hat sich wie eine Schlange eingerollt. Da muss ich so denken, Geralt. Mir fällt gerade auf, ich sollte vielleicht noch kurz einen Timer einstellen. Einen Moment. Das Handy so lange reagiert. Dann haben wir gestartet. Vor 4 Minuten dann. So. Bloß auf das Herz gestartet. Warum zeigt uns der Wegweiser angeblich hier runter? Ne? Aber wir müssen dahin. Das ergibt jetzt gerade nicht wirklich Sinn. Die Kämpfe werden was gleich beginnen. Okay, ich laufe jetzt einfach dahinter. Der Wegweiser spinnt gerade aktuell. Wird wahrscheinlich noch einen kleinen Nachpatch geben. Aber wie ich gerade sehe, wir haben ja einen neuen Punkt in Sachen Fähigkeit erlangt. Was wollten wir aufwerten? Wollten wir hier ein bisschen noch? Ich glaube hier, das Igni wollten wir noch ein bisschen aufwerten. Solange wir hier noch nichts Neues drin haben, können wir das ruhig nutzen. Und dann kommen wir vielleicht irgendwann mal in diese neue Spalte rein. So nach dem nächsten Level dann. Angeblich ist nur das auf meinen Kampf aus. Und nicht gegen die Schwarzen. What? Wie? Oh, okay, es könnt's erklären, wieso wir. Alles klar. Das freut mich zu hören, dass du das tun wirst. Aber beste Klinge ist nichts wert. Mal abwarten, wie stark der Junge ist. Möge deine Axt nie zerbrechen. Hab keine, danke. Wir müssen scheinbar komplett hier außen rum. Da oben die Treiber. Krasserweise. Ich finde es aber übrigens schön, was mir gerade so aufgefallen ist, dass unser Plätze überlebt hat. Na? Die Schiffstortur. Oder bist du ein neues Plötze? Bin mir da gerade nicht so sicher. Plötze. Naja, dann wollen wir mal nach oben reiten. Und schauen, was es
diesen kleinen Fest. Oh, Schildkraut. Darf man nicht liegen lassen. Sollte man mitnehmen. Eine Pustblume. Ja, kann man mitnehmen. Aber Schildkraut ist wichtiger, wie ich das gerade so hier sehe. Haben wir lange nicht mehr gesammelt. Diese Pustblume wird nicht. Da ist Schildkraut. Mehr Schildkraut. So. Haben wir noch mehr Schildkraut? Hier noch. Hier noch. Sehr gut, ich merke, Skellige ist für Schellkraut optimiert worden. Auf jeden Fall. Habe ich auch noch was gesehen. Sehr schön. Ach, ein Bock, ein paar Schneehasen. Schön ist hier auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Alter! Krasse Scheiße. Wow! Not bad, not bad. Ich überlege, ob ich mir noch eine Mod installiere irgendwann. Damit, damit oben die Minimap und so alles auch mal verschwindet, wenn man es gerade nicht braucht. Wow. Gut, hier waren wir schon ein bisschen, ne? Das ist echt scheiße, Mann. Unfassbar. Wir finden uns auch im letzten Gebiet von The Feature, soweit ich das weiß jedenfalls. Wir könnten irgendwann nochmal nach Kaer Morhen. Ob der so stark ist, wie er aussieht. Ich bin stärker sogar. Ich überlege, ob wir irgendwann nochmal zu Kaer Morhen zurückkehren und wir müssten auf jeden Fall auch nochmal ins erste Gebiet. Nee, nicht erste Gebiet, sondern ich glaube Wählen war es. Und diesen Unterwasserboss killen. Letzte Nacht war. Weisen wir Bran vom Clan Fürseth die Ehre. Danke, dass du gekommen bist. Unsere Hörner von den Klippen und Gipfeln widerhallen. Bran war ein großer Herrscher. Er verdient einen würdigen Nachfolger. Du hörst dich an, als hättest du schon jemanden im Auge. Dass Skellige keine Erbmonarchie besitzt, ist das größte Problem. Jeder Emporkömmling kann zum König gekrönt werden und das Vermächtnis eines Vorgängers zerstören. Der König der Inseln hat eher symbolischen Charakter. Und auch das sollte sich ändern. Wir brauchen heute einen starken Herrscher mit echten Machtbefugnissen. Stellst du mich vor? Das ist mein Freund Geralt. Und das ist Birna, Witwe von Bran, des geliebten Verstorbenen. Die Königin Mutter. Sehr erfreut, dich kennenzulernen, Geralt. Bitte entschuldige, aber an einem Tag wie diesem kann ich nicht meiner Vorliebe für lange Gespräche frönen. Du hast also deine eigene Kleidung gewählt. Du weißt aber hoffentlich, dass wir zusammen wie Spitzenrüschen auf einer Streitaxt aussehen. Jeder hat seinen eigenen Stil. Wir haben uns doch extra umgezogen. Will die mich verarschen gerade? Wir sollten uns unters Volk mischen, bevor alle betrunken sind. Dann sagt keiner mehr was Vernünftiges. Das stimmt. Ich weiß zwar nicht, was Krach will, aber wir sollten einen kühlen Kopf behalten, wenn wir ihn treffen. Ich trinke nichts. Warum sollte ich meinen Verstand in so einer angenehmen Gesellschaft vernebeln? Wirst du mir den ganzen Abend Komplimente machen? Nein. Ich werde nur sagen, was ich denke. Diese Tischmesser taugen höchstens zum Zahnreinigen. Eine Axt, das ist eine Waffe. Wir haben uns extra dies... Nee, Handschuhe? Richtig. Wäre das richtig gewesen wahrscheinlich? Ich weiß nicht. Ach, komm. Who cares? Jetzt können wir auch die anderen Sachen wieder anziehen. Ich habe extra die Sachen angezogen. Olle, Mann. Und? Frechkeks, was habt ihr zum Abschiedsfest mitgebracht? Brot, Schafskäse. Unser Wagen ist voller Beute, die wir den Schwarzen abgenommen haben. Geralt, da ist etwas, was ich dich schon die ganze Zeit fragen wollte. Hm? Dein Bart. Warum lässt du ihn wachsen? Weiß nicht so recht. Hm. Muss schon sagen, er steht dir. Deswegen. Dame Yennefer, mein Herr. Sei gegrüßt, Arnwald. Mein Begleiter ist Geralt von Riva.
ist mir eine Ehre. Die Ehre ist ganz meinerseits. So viele Gäste. Sie sind hier, um dem König die letzte Ehre zu erweisen und um zu sehen, wer Anspruch auf die Krone erhebt. Wir wollten mit Krachan Kreid sprechen. Der Jarl wird bald zu uns stoßen. Er hat euch einen Ehrenplatz am Tisch zugedacht, direkt neben seiner Tochter Ceres. Folgt mir bitte. Hier sind unsere Plätze. Ich habe darum gebeten. Wollte den berüchtigten Hexer Geralt treffen. Wir sind uns schon begegnet. Vergessen. Das ist ewig her. Chalmer und ich waren noch Kinder, als du unseren Vater zuletzt besucht hast. Doch jetzt zu den Mitfeiernden. Ich habe die zweifelhafte Ehre. Das ist Halbjörn, Sohn von Holger Schwarzhand. Blaujung Lugos, Erstgeborener von Lugos dem Irren. Und der mit dem Stockfisch ist Ottrick Anhinder. Wie war Ihr Name? Ich hab's echt vergessen. das ist aber unhöflich, oder? Wir finden das auch so raus. Wir sitzen offenbar nur mit Jarls Söhnen zusammen. Ceres Ancret ist eine Jarls Tochter, Geralt. Jarls Töchter sind Jarls Söhnen gleichgestellt. Schon gewusst, dass jeder Einzelne von Brands Nachfolge träumt? So sehen sie aus. Ceres ist neidisch, denn wer von uns die größte Tat vollbringt, wird zum König gekrönt. Wir wissen doch alle, dass Taten nur Nebensachen sind. Unsere Väter bestimmen, wer die Krone bekommt. Was meinst du, worüber sie mit Krach gesprochen haben? Du redest so, weil du weder stark bist noch Talent hast. Weißt du noch, als Chalmer uns alle zu einem Rennen auf den Berg rausgefordert hat? Du hast nicht mitgemacht. Als er seine Axt als Zeichen des Siegs in den Baumstumpf gerammt hat, hast du dir am Feuer dein Hühnerknochen gewärmt. Hatte meine Gründe. Aber ich hätte gewonnen. Und auch jetzt würde ich gewinnen. Wo du ihn gerade erwähnst. Chalmer ist nicht hier. Mein Bruder geht seine eigenen Wege. Aber wegen des Rennens. Warum wiederholen wir das nicht? Ich schlag euch alle und den Hexer auch. Und wenn ich ihn bezwinge, wäre das eine große Tat. Macht ihr mit? Wenn der Hexer mitmacht. Geralt? Wir müssen ja. Und wir dürfen nicht gewinnen, wie es scheint. Gern. Wie sind die Regeln? Wer Chalmers Axt aus dem Baumstumpf auf dem Hügel zieht, hat gewonnen. Wer den Weg verlässt, hat verloren. Und ich hab schon fast gekotzt vor Langeweile. Los geht's. Da sind wir. Ihr müsst von hier aus die Spitze dieses Bergs erreichen. Dort seht ihr einen Eichenstumpf, in dem Chalmers Axt steckt. Wer sie zuerst rauszieht, hat gewonnen. Ich bin bereit. Rennt los, wenn ich ins Horn stoße. Beeil dich, alter Mann! Dann lauf ich mal. Kannst du dir eh nicht leisten. Schnell, der Axt verrottet schon. Du, ich will dich eigentlich ja gewinnen lassen, muss ich ehrlich sagen. Ich bleib dir trotzdem auf den Fersen. Beeil dich, alter Mann. Guck mal, ich kann auch so mitlaufen. Ich bin wahrscheinlich immer noch schneller als du. Zeig mir, was du kannst, Monster Schlechter. Ich glaube, dass das gar nicht so schlecht ist, wenn sie beim Rennen verliert. Können ihr mal zeigen, was ich davon fand. Ja, ich habe meine Meinung geändert. Wir gewinnen das Ding. Unsere Ehre geht vor Anwärtern auf den Königsthron. Beeil dich, Alter. Oh, das war komisch. Da haben wir die Geschwindigkeit ein bisschen nachgelassen. Komm, junge Dame. Zeig mal, was in deinem jungen Körper noch so drin steckt. Mir ist ja ein bisschen mehr, das schon. Knapp. Gewonnen, aber nur um Haaresbreite.
Spielt keine Rolle. Man gewinnt oder verliert. Und ich habe verloren. Gehen wir zurück zum Leichenschmaus. Ja. Ich sehe, der Leichenschmaus ist schon in vollem Gange. Hab euch nicht mehr gesehen. Wer hat gewonnen? Ich hab verloren. Gegen einen Hexersperber. Hätte jedem von uns passieren können. Schluss mit dem Geschwätz. Trinken wir. Heute nicht. Aus gutem Grund, glaub mir. Wenn nicht heute, wann dann? Es war nett mit euch. Leider müssen wir jetzt weiter. Wirklich? In der Tat. Wir müssen reden. Nicht hier. Hinter dieser Tür sollst du alles erfahren. Geil genug ist er ja. Du willst mir wohl, dass du was erdrehst. Schämst du dich nicht? Schämen? Warum sollte ich? Eine Königin sollte ihren König auf seiner letzten Reise begleiten. Was hast du in den Innereien des Tieres gesehen? Die Götter sind uns nicht wohlgesonnen, ja. Eine schöne Atmosphäre hier auf jeden Fall. Sag mal, Lubas, warum schickst du dein... Darf ich vorstellen? Geralt von Riva, ein Hexer. Geralt, das sind Yardona Anhinda und Yalugos der Irre. Lugos einen Irren zu nennen, ist eine Beleidigung für alle Irren. Er ist ein gewöhnlicher Ziegenficker. Nenn mich noch einmal Ziegenficker und ich schlag dir den Kopf ab. Steck ihn auf einen Spieß und piss in deinen Hals. Genug. Das klären wir hier und jetzt. Jetzt machst du mir aber Angst. Ich scheiß mir in die Hose. Steck das lieber weg, bevor du dir noch selbst wehtust, du Fixer. Ich dachte, die Skelliger hätten während der Festlichkeiten einen Waffenstillstand. Ich kenne die heiligen Bräuche, aber ich werde nicht kampflos zusehen, wie Lugos Hindasfjall überfällt. Vor dir hat keine Angst, Dona. Schon bald werde ich deine Priesterinnen ficken, aus deinem Krug trinken und auf deinen Tisch scheißen. Kannst die Kerzen für mich brennen lassen. Der Kaiser wäre hocherfreut, euch zanken zu sehen. Die kaiserliche Hoheit kann gerne vorbeikommen. Soll er doch hersegeln. Wir fürchten die Schwarzen nicht. Küstenstädte plündern ist eine Sache. Krieg mit dem Kaiser eine andere. Hast eine große Klappe. Geh lieber deinen Kessel umrühren und ein paar Furunkel ausdrücken, Hexe. Halt's Maul, wenn du keine Ahnung hast. Weißt du was, Lugos? Ich scheiße auf eure heiligen Regeln der Gastfreundschaft. Na endlich. Etwas Kurzweil. Ich hätte schon fast gekotzt vor Langeweile. Na los, Missgeburt. Zeig uns, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ein bisschen Respekt, mein Lieber. Weg! Jetzt werden ein paar Fressbretter geklopft! Schlag ihm in die Fresse! Lass ihn deine Faust schlucken! Soll er an seinen Zähnen ersticken! Alter, ich hab keine Chance gegen den! Keine Chance. Ist der Typ einfach Level 30. Unfassbar. Was sagst du dazu? Hm? Diese Mutationen oder wie du es auch nennst, haben dir auch nicht viel geholfen. Wir ins Kellige leben, essen, atmen, trinken und ficken im salzigen Wind dieser Inseln. Die Stärke folgt von selbst. Und Weiber mögen starke Kerle, richtig? Weiber mögen aber keine Pflege. Wird höchste Zeit, dass du das kapierst. Dein Pech. Hexer, lass uns einen trinken. Als Beweis, dass du es mir nicht übel nimmst. Respekt, Alter, echt. Und besuch mich bald. Ich bestehe drauf. Jorund redet dauernd davon, dass er einen Hexer in den Spukleuchtturm bringen will. Tu mir den Gefallen und triff dich in der Taverne bei Arinbjorn auf ein Bier mit ihm. Dann hast du es auch nicht weit bis zu mir. Und wir können was Stärkeres kippen. Auf unseren Nächsten.
Klar, lass uns einen heben, Lugos. Trinke so, wie du kämpfst, dann werden wir Spaß haben. Auf Bran! Yennefer und ich fühlen uns geehrt. Auf die Gesundheit. Tut uns leid. Wir sollten noch mit ein paar anderen Gästen reden. Den macht man sich lieber nicht zum Feind, diesen Irren. Level 30, Alter, what the hell? Aber bevor wir jetzt runtergehen, machen wir eine kleine Folgenpause und sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Also dann, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao!